Herzlich willkommen zurück zu Outlast mit Sam Kibigatze, ist natürlich meine Wenigkeit. So. Zuerst nehmen wir natürlich Duncan mit, ist ja ganz klar. So, ich würde sagen, eine Besonderheit haben wir. Ist ja irgendwas Gutes, sagen wir es mal so. Erstens, wir müssen uns den Weg einprägen. Das ist schon mal Fakt. Wie ich schon mal erwähnt habe, das ist mir der ekligste Teil im ganzen Spiel. Erstens, du hast kein Camcorder und nichts. Du Mistkrüppel! Oh, du Fotze! Oh, du Fotze! Oh, wieder einer. Von der Blue Man Group, von der Pandemie hier. Sieht nicht erfreut aus. Ihr müsst in dem Zusammenhang noch wissen, in dem Sinne kann uns nichts passieren, weil es ist dunkel und wir sehen nichts. Das wäre richtig, sonst wäre es richtig assi von den Spieleentwicklern, wenn wir das so einbauen würden. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt immer hinter uns her jagt, wenn wir hier rumlaufen. So, ihr seht, da ist unser Camcorder, wie auch immer jetzt in diese Position gekommen ist, wo er von oben runtergefallen ist. Wie gesagt, uns kann doch nichts passieren. Noch nicht. Ich glaube, uns rennen dann glaub, zwei, drei Leute hinterher. Beziehungsweise kommen auf uns zu. Noch lieber trinken. Ne? Und gleichzeitig versuchen wir nochmal den Weg einzubringen. Weil den Weg müssen wir dann wieder zurückrennen. Wir müssen dann komplett hier lang. Müssen wir hier rum? Scheiße, ich sehe nichts. Ja, naja, genau. Wir müssen hier lang. Scheiße. Ah, genau, okay. Wenn wir hier rauskommen, müssen wir dann rechts. Quasi so hier. Dann hier drüber. Dann links. Dann links und dann hier hoch wieder. So schnell wie es geht. Okay.
Okay, und dann sind wir noch, und dann sind wir in der Freiheit. Okay, okay, okay. So, ich werde dann bitte rennen, das ist zu verkürzen. Und raus, geradeaus, jetzt links. Genau. Genau. Ja, den Weg müssen wir jetzt wieder zurückrennen gleich. Das Spiel kam, stopp 2014. Ich weiß es nicht mehr ganz direkt. Okay, okay. So. Wenn wir das Ding haben. Jetzt nur noch ab durch die Mitte, Alter. Okay, okay. Ich hoffe, ich krieg den Weg noch zusammen, ey. Und wir werden dann, wenn wir den Camcorder haben, automatisch, glaube ich, wir gucken ja, wenn wir dann in der Nachtsicht haben, wir automatisch nach links und dort stehen die schon. Halt gespawnt. Und da stehen die schon, jetzt kommen die schon. Okay, an das habe ich nicht mehr gedacht. Links, rechts, hier rüber, hier rein, hoch. Alter, hast du dir besorgt. Ich will natürlich jetzt nicht, ob hier was kommt. Vorsicht ist geboten. Aber wenn man es ein bisschen kennt, dann ist es eigentlich relativ. Es ist nur noch halb so schlimm. Dort drüben waren wir. Okay, ist nichts. Gespeichert. Das ist doch schon mal. Nicht dein Ernst. Oh, Alter, das ist nicht dein Ernst jetzt. Och, du Bastard. Alter, mach doch nicht so eine Scheiße mit mir. Ich sollte wahrscheinlich unten rein. Ich sollte wirklich wahrscheinlich da unten rein. Okay, okay, okay. Oh, hätte ich einfach rübergelaufen können. Alter, Anlauf und da drüber springen. Okay, geht schon auf. Only one way out. Only one way. Ist es der Weg nach draußen, Keule? Okay. Tiefenentspannt, Keule. Tiefenentspannt. How do you know you're not impatient? Folgt ihr mir jetzt? Hey, der Trap ist. Und guck mal. Oh, ist ein Schlimmes.
Das heißt nie was Gutes. Wenn man sich hier so durchswingen kann. Gespeichert. Hier kommt doch bestimmt gleich einer. Oh, warte mal. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an der Stelle. Ich glaube, Fetti kommt. Fetti kommt jetzt. Uncoole Sache, Alter. Uncoole Sache. Besonders, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, warte mal. Ich glaube, ich hab's wieder. Ich glaube, irgendein Raum dort hinten ist... In irgendein Raum von dort hinten ist, glaube ich, ein Lüftungsschacht, wo ich hin muss. Kommt der zu mir? Kommt der bis ganz hin? Nee. Das Ganze noch, oder? Oh nein, Fetti wegfällt. Wir hinten, das ist eine, wie ihr seht, eine Glastür. Da komme ich schon nicht raus. Ich muss irgendwo von der Räume hinten ist hier ein Lüftungsschacht oder irgendwann durchgegangen, wo ich rein muss. Geht's da zur Seite? Das geht da zur Seite weg. Was ist das denn? Uncool. Ich muss aber nicht dahin, wo der jetzt gerade ist. Ich muss hinten hin. Geht jetzt dann hinten in den Raum rein. Ah, die Tür hat er kaputt gemacht und die Tür sind wir gerade reingegangen. Da wird gleich wieder reinkommen. Dann geh ich. Schön. Was ist denn schon sonst hier? Komm, verpiss dich, Alter. Sie hat schon deine Spitze gespült. Ich glaube, ich hab's da schon gefunden. Ich glaube, da ist die Tür gerade ausgegangen. Alter Schwede. Drücken zum Benutzen. Aber ich kenne ihn da auch gar nicht. Wir sollten uns erstmal zum Kaffee treffen oder so. Ich merke schon, du willst meine Gefühle nicht erwidern. Da muss ich dich leider
zurückschieben. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Interessant, jetzt sind wir wieder in der Vorhalle. Drücken zum Öffnen. Ich muss den Schlüssel jetzt finden zu der Scheiße. Oh, das ist so belastend. So, wo kriege ich jetzt den verrückten Schlüssel her? Schon wieder spooky. Oh, das wird ein bisschen noch voll auf den Sack gehen, dieses Sch. Okay, hier ist was zum Verstecken. Hier ist was zum Verstecken. Ah, hier ist eine Leiter. Stimmt. Nee, hier funkelt nichts, okay? Okay, okay, okay. Ich würde sagen, was da drüben passiert. Bei dem Typ, der da Klavier spielt, oder vielleicht ist es vom Radio abgespielt, man weiß es nicht. Sehen wir dann im nächsten Part von Outlast mit Sam Chemicals. Das ist natürlich meine Wenigkeit. Im Dezember macht irgendwas Sinnvolles und haut rein. Yeah.